Also, was haben wir denn hier? Hier sehen wir ein Gebilde aus Holz. Da sind zwei Holzscheiben und da sind so Kugeln auf einem Seil befestigt. Die Holzscheiben sind also durch dieses Seil miteinander verbunden. Das Seil geht durch die Kugeln durch, an diesen Holzstäben vorbei. Und zwar, da ist ein Schlitz in der Mitte. Da geht das Seil einmal um diesen Schlitz herum, an dem anderen Holzstab auch durch den Schlitz durch und kommt dann hier hinten wieder raus. Das Ganze ist absolut symmetrisch. Hat den Nachteil, dass diese Kugeln zu dick sind, um durch diesen Schlitz durchzukommen. Da hat man Pech. Und man muss wissen, dass diese Scheiben durch diesen Schlitz durchpassen. Ja, kann ich also wieder raus und reinschieben. Aber die Kugel selbst, die passt da nicht durch. Und die Aufgabe ist jetzt, diesen Ring, diesen Metallring, irgendwie da rauszukriegen. So irgendwie. Das Problem ist halt nur, dass diese Scheibe, da passt der Ring nicht durch. Und die Kugel schon, die kann man da durchschieben, aber bei der Scheibe ist Ende der Fahnenstange. Also wie kriegt man den Ring an der Scheibe vorbei, von da unten aus? Das ist die Aufgabe. Und das zeigen wir jetzt gleich.